Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einem neuen Part Euro Truck Simulator 2 hier im Part Nummer 6 und hier herzlich willkommen zum Sonntagsvideo, denn wir haben heute Sonntag, den 4. Januar 2014 und 15 und damit herzlich willkommen hier im Part Nummer 6. Im letzten Part haben wir über die verschiedenen Sachen gesprochen, unter anderem was ich mir so vorstelle unter dem Projekt und so weiter. Und jetzt sind wir auf der Fahrt heute von Hannover nach Antwerpen und liefern Gabelstapler. Antwerpen liegt in Belgien, also haben wir noch ein bisschen Fahrt von Hannover aus. Dort habe ich gerade auch meinen neuen Scania gekauft. Und dann würde ich sagen, fahren wir hier jetzt ganz gemütlich erstmal aus der Firma heraus. Und dann geht's auf die Fahrt nach Antwerpen. So, das reicht. Dann fahren wir doch erstmal nach links raus. Danach rechts raus. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier ein bisschen besser unterwegs sind. Jetzt gehe ich natürlich erstmal hier kurz weg vom Trailer, denn ich kaufe mir jetzt eine neue Werkstatt. Und das machen wir doch in Hannover gleich mal. So, da wurde sie besorgt. Das ist jetzt unsere Garage hier. Sieht doch schön aus hier, das kleine Prunkstückchen. Was wir natürlich dann auch noch ausbauen werden und noch überlegen werden, wie wir da rangehen. Jetzt fahren wir auf jeden Fall zu unserem Trailer hier zurück. Ja, du kriegst leicht zurückgehupt. Meine Herren. So, dann fahren wir hier gleich weiter nach rechts jetzt erstmal. Lassen wir uns zur Autobahn führen. Das Navi wird uns da den Weg zeigen. So. Da vorne rechts, momentan haben wir hier eine Grünphase. Oh, nö. Nein. Da hier auch keine Blitzer ist, von daher egal. Ihr habt nichts gesehen, es war noch orange. Achi. Naja. Jedenfalls sind wir jetzt heute am Sonntag angelangt. Ich hoffe, ihr habt schon erste schöne 3 Tage hier verbringen können. Das Jahr ist ja jetzt dann insgesamt schon 4 Tage alt. 361 haben wir noch vor uns. Oh, das war knapp gerade. Aber ist mir egal. So, wir verlassen Hannover und fahren jetzt dann erstmal Richtung Duisburg. Wie wir auch hier in den Navi sehen können, von daher brauchen wir das große nicht. So. Fahren hier ganz gemütlich raus. So. Haben wir das zumindest schon mal geschafft? Und fahren jetzt ganz gemütlich unserem Ziel hier entgegen. Und nachdem ich ja hier den Truck besorgt habe, brauchen wir jetzt erstmal nicht zu tanken, da er ja schon vollgeladen ist. Vollgetankt. Ach ja. Es ist doch immer wieder ganz gemütlich hier, wenn man dann hier so im Truck sitzt und ganz gemütlich fährt, die schöne Winterlandschaft hier sehen kann. Naja, so ist es halt, wenn man im Euro Truck Simulator 2 unterwegs ist. Da kann man auch schön über alles Mögliche reden. Wie jetzt zum Beispiel über meinen Kanal, der in letzter Zeit wirklich gut angenommen worden ist von euch allen.
Und da kann man sich einfach nur jeden Tag bei euch bedanken dafür, dass ihr reinschaut, mir Kommentare da lässt und mir zeigt, okay, das gefällt, was ich mache. Und es läuft ja auch momentan mit den Projekten, die ich hier auf meinem Kanal zeige, mit dem Fußballmanager 13, mit dem Reloaded-Projekt, wo wir ja gerade momentan, unterwegs sind. Wo es eigentlich recht schön läuft und so weiter. Und man sich über nichts beklagen muss und so weiter. Und wir fahren hier unaufhaltsam unserem Ziel entgegen, das nach wie vor Antwerpen in Belgien ist. Falsche Taste, sorry. War momentan gerade die falsche Taste, tut mir leid. Sind wir wieder zurück. Tut mal so, als hättet ihr nichts verpasst. So, versehentlich auf meine Stopptaste gekommen. Kann natürlich auch mal passieren. Wollte eigentlich auf die 5 kommen. So, 400 Kilometer noch zum Ziel. Und wir bekommen ja für unsere Auftragsfahrt 1,146 Millionen Euro. So, da geht's jetzt nach Amsterdam raus. Eigentlich auch eine Ausfahrt, die wir theoretisch nehmen könnten. Aber wir fahren ganz normal in Richtung Nordrhein-Westfalen jetzt erstmal. So. So, sehen hier schön früh Morgenverkehr. Wir haben ja jetzt hier 10 Uhr morgens. Im letzten Part sind wir ja in der Nacht gefahren. So, unaufhaltsam unserem Ziel entgegen. So. So, über was kann man denn noch reden? Es gibt so verschiedene Themen, über die man reden kann. Aber mir fällt momentan nicht viel ein. Also, wie gesagt, Fußballmanager 13. Dort im Reloaded-Projekt sind wir ja ganz gemütlich auch jetzt mit Glasgow Rangers unterwegs. Dem schottischen Traditionsverein, der ja Rekordmeister ist in Schottland. In der aktuellen Saison in der Realität momentan nicht an den Hearts of Mistosium vorbeikommt, an der Baumi-Mannschaft, der wirklich momentan auch sehr erfolgreich führt in seinem LP. Muss man eigentlich sich nicht beschweren. Also bei mir lief es ja wirklich reibungslos in der ersten Saison. Sind wir, glaube ich, mit Rekordpunktezahl aufgestiegen. In der zweiten Saison ist es ja jetzt gerade mehr oder weniger abwechslungsreich. Höhen und Tiefen, aber die sind ja normal. Die gibt es ja überall. Jetzt hat mich hinten ein Auto angefahren. Hatte aber zum Glück keine Auswirkungen. So. Autobahnausfahrt. Geht's hier raus zum Tanken. Müssen wir nicht, wir haben noch genug Tank. So, 81 Stundenkilometer ist doch zumindest schon mal gut, weil wir hatten ja den letzten Part in Erinnerung, da sind wir ja gekrochen nach Berlin von Hamburg aus. So.
Mal gucken, wie viel wir noch vor uns haben. So, momentan nicht mehr viel. 313 Kilometer, nächste Ausfahrt. Jetzt in Richtung Bremen-Osnabrück, das ist auch nicht unsere Richtung. So, in den nächsten Folgen bin ich mir natürlich mal am überlegen, ob wir ohne irgendwelche Hilfe fahren. Also ohne Navi, ohne irgendwas. Einfach gucken, so zum Ziel zu kommen. Manchmal kann es ja funktionieren. 8, das ist jetzt so eine Auffahrt, okay. Und wir müssen hier Richtung Amsterdam, Bremen, Osnabrück, okay, also nicht mehr in Richtung Nordrhein-Westfalen, sondern fahren das über die obere Schiene, okay. Auf die Landstraße, naja. Gibt es da nicht noch eine andere Überlegung? Naja, ist egal. Dann machen wir das so. Und fahren jetzt Landstraße in Richtung Düsseldorf und Duisburg. In zwei schöne Fußballstädte. Als MSV Duisburg war ja ehemals Liga, Zweitligist, auch Bundesligist, genauso wie Fortuna Düsseldorf, die in der Realität ja auch wieder gut dabei sind im Kampf um den Aufstieg. Duisburg sind ja auch recht gut unterwegs im zweiten Jahr nach dem Zwangsabstieg, dadurch, dass sie ja die Lizenz entzogen bekamen. Komm schon, fahr. Kannst doch mal fahren da vorne. So, jetzt geht's weiter. So, Autobahn sind wir weg. Willkommen auf der Landstraße. Wo jetzt wegen durchzogener Linie eigentlich das Überholen verboten ist. So. Ganz gemütlich hier tuckern wir einen Truck hinterher. Gestrichelte Linie jetzt. Also können wir auch mal überholen. Mal gucken, wie lange das gut geht. Zumindest so lange, bis ein Gegenverkehr kommt. Aber wie sieht es doch hier schön aus? Schöne Winterlandschaft. Muss man schon sagen, haben die Modder wirklich gut gemacht. So, und wir fahren hier ganz gemütlich auf der Landstraße erstmal in Richtung Duisburg und Düsseldorf. Und dann geht's ab in Richtung Belgien. Und das müsste auch schon in Kürze sein. Wie es aussieht, da vorne schon. Blinken wir schon mal hier nach rechts. So, was steht denn da? Amsterdam, okay. Also, fahren wir erstmal nach Holland. So, ein bisschen mit Schmack ist hier die Ausfahrt genommen. Man muss ja da aufpassen. Wenn ein Gegenverkehr kommt, hat man mal gleich schön einen Unfall. Und hier im Euro Truck Simulator hat man ja in letzter Zeit schon des Öfteren wirklich famose Unfälle gesehen. Bei gewissen Let's Playern wie jetzt zum Beispiel Harald Frenkel, Darcy Hochstein, Riello Kottos und wie sie alle heißen. Also es sind schon sehr, sehr viele Let's Player, die den Euro Truck sowas groß machen. Sepp van Bergen hat ihn ja auf seinem Games-Kanal. Er war ja auch mal zu Gast im Euro Truck Simulator 2 im Talk Truck beim lieben Harald Frenkel. Und jetzt möchte uns hier einen Wagen überholen und mein Fahrer möchte schlafen in anderthalb Stunden. Ist doch nicht wahr sein. Wie lange haben wir denn noch Zeit? 17 Stunden, okay, dann können wir auch schlafen.
Wir können es ja versuchen auszuzerren. Wegen der Ruhezeiten gibt es ja hier nur 150 Euro Strafe. So. Duisburg haben wir jetzt gerade so am Rand vernommen können, dass wir mehr oder weniger dran vorbeifahren. Also liebe Grüße an die Duisburger, falls welche unter euch sind, die aus Duisburg kommen. Ihr könnt hier mal reinschreiben, welche Route ich mal fahren soll, damit man eure Städte da ein bisschen abklopfen kann. So. Ganz gemütlich, 196 Kilometer noch bis zum Ziel. Das schaffen wir noch in dem Part hier. Und dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Sonntag dann und einen guten Start in die neue Woche. Da sind ja noch 2 Tage frei. Für die meisten geht es ja erst am 7. Januar weiter. Für mich ja auch wieder mit den ersten Vorlesungen. Früh morgens um 8 bis abends um 19 Uhr. Mittwochs ist immer meistens der schlimmste Tag in der Woche bei mir. Aber dann ist es immer positiv. Donnerstag ist frei und Freitag ist dann auch immer wenig. Aber es wird zum Sommersemester bestimmt anders sein. Da hat man auch manchmal Vorlesungen bis 21 Uhr in der Nacht. Aber im Sommer ist es ja verschmerzbar, da es ja länger hell ist. Und mal gucken, ob wir hier so rechts versuchen können zu überholen. Das klappt ja. Oh Mann, trotzdem den hinten noch erwischt. Aber sofern da immer noch die Null steht, ist es doch in Ordnung. So, wir schlängeln uns hier langsam ans Ziel. Sind jetzt, glaube ich, an der holländischen Grenze. So, deutsch-holländische Grenze. An manchen Grenzen muss man ja hier anhalten und Maut zahlen. Aber ist ja hier nicht der Fall. Ich werde versuchen, in der nächsten Woche die TSM-Map zum Laufen zu kriegen, damit wir dort fahren können. Weil das wäre auch überragend auf der TSM-Map. Die ist ja wirklich sehr, sehr groß und so weiter. Man hat ziemlich viele Möglichkeiten. Und dann würde ich auch in Stuttgart starten. Da es ja meinem Ort näher kommt. Auf der EU-Map war auch Nürtingen jetzt mal drin gewesen zuletzt. Und jetzt kommt mein Wohnort sehr, sehr nahe. Da ja Nürtingen auch mein Ort ist, wo ich studiere. So, 140 Kilometer, also wir kommen unserem Ziel sehr, sehr nahe und wir schaffen es dann auch gleich in dem Part hier. So, Brüssel und Lüttich, rechts geht es nach Amsterdam und wir müssen Richtung Brüssel, in Richtung belgische Hauptstadt. Antwerpen ist ja eine Hafenstadt. Oh nö, muss es jetzt regnen? So, für den Regen braucht man jetzt natürlich auch Licht. Und mein Fahrer will schlafen. So, ganz gemütlich dem Ziel entgegen. 117 Kilometer. Im verschneiten Belgien. Oh Gottes Willen. Das war jetzt gerade ein bisschen schnell. 3% Schaden am Trailer ist natürlich nicht gut. Der 1% am Wagen, den kann man verschmerzen. Weil 1% Schaden löst ja nicht einen Motorschaden aus. So, jetzt geht's hier rechts ab. Und wir hören den kalten holländischen stürmischen Wind vom Eiselmeer. So, muss man aufpassen, vorsichtig fahren. Mein Fahrer ist bald eingeschlafen, ist es eigentlich schon.
weil wir von der Zeit hier eigentlich schon durch sind. Also nicht von der Aufnahmezeit, aber die Zeit, wo wir hier das Ziel dann gleich erreichen. So. Unaufhaltsam dem Ziel entgegen. Jetzt nur noch 87 Kilometer. So, dem Kollegen hier gegenhupen. Und mal schön hier rausgucken. Mann, sieht das schön aus. So, schön verschneit. Ist ja eher Schneeregen, der hier fällt. Und es gewittert auch noch. So, da vorne kommt ein Parkplatz. Aber ich denke, wir fahren durch. Ist mir jetzt egal. 70 Kilometer vor Ziel. Und wir erreichen jetzt schon die belgische Grenze hier. Also, welcome to Belgique. In Flandern. Sind wir jetzt in Flandern. 65 Kilometer, also wir haben es gleich. So. Ganz gemütlich dem Ziel entgegen. Hier darf man nicht überholen. So. Und haben es auch gleich geschafft hier. Verstoß gegen die Ruhezeiten, da sehen wir es, 150 Euro, die wir zahlen müssen. Wir haben ja über 16 Millionen und schon erwirtschaftet, von daher ist es ja egal. Das sind 150 Euro, nichts dagegen. So, 39 Kilometer. Und es regnet, unser Fahrer ist müde, das wissen wir. Aber das ignorieren wir jetzt einfach. Denn wir haben unser Ziel schon gleich vor Augen. So, die FPS ging gerade erschreckend nach unten. Muss ich mich auch fragen, was da los war. Aber jetzt ist es wieder zweistellig. Und wir haben Antwerpen erreicht. Sieht auf jeden Fall sehr wunderschön aus von der Größe her. Das gucken wir uns danach im nächsten Part dann nochmal ausführlich an, falls ich hier auf der ProMods bleibe. So, erster Aufenthalt in Antwerpen. So, grüne Ampel. Das wär's jetzt, wenn der mir jetzt abgeraucht wäre. Hm. Danke, Blitzer. Aber juckt uns eh nicht. 19 Kilometer vor Ziel in der Großstadt Antwerpen. So. Ghost Rider spielt jetzt auch Counter-Strike mal, liebe Grüße an dich. Viel Spaß beim Zocken von Gewaltspielen. So. Da geht's nach Rotterdam, aber dahin müssen wir nicht. Weil wir ja schon am Ziel sind. So. So, haben wir es dann bald geschafft. Noch 13 Kilometer. Sehen hier zur linken Seite den Hafen von Antwerpen. So.
und fahren jetzt tatsächlich in Richtung Hafen. Erstmal Gänzzimmer hier. So. Schöne Brücke, wo wir jetzt rüber müssen. So, auch hier wieder nach links. So, nicht mehr weit. Dann haben wir unser Ziel hier auch erreicht. So, fahren dann gleich hier mal links rein, dann haben wir unser Ziel nämlich auch erreicht. Ja, 300 Euro, die wir jetzt inzwischen wegen zu wenig Schlaf zahlen müssen. So. Haben es geschafft, Gabelstapler von Hannover nach Ding zu liefern. Von Hannover nach Antwerpen. Dann würde ich mal sagen, was ist hier für den Part? Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben würde mich freuen. Wünsche euch dann noch eine schöne Woche. Und wir hören uns dann am nächsten Samstag wieder mit dem Euro Truck Simulator 2. Wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ansonsten bin ich raus, euer Singsmido und Servus.